Herr Kalmisch, wir stehen kurz vor der Kommunalwahl 2021 in Delmenhorst. Wie hat sich für Sie der Wahlkampf bisher angefühlt? Ja, wie hat sich der Wahlkampf angeführt? Ganz interessant ist es zu merken und zu spüren. Wir waren in vielen Firmen und wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir viele Arbeitsplätze verloren haben durch nicht geleistete und nicht abgeschlossene Bauanträge. Und die Kommunikation mit den Firmen war richtig super. Also die Zustimmung ist super von vielen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt. Das kann ich so bestätigen. Also ansonsten sind wir ziemlich gut unterwegs gewesen, haben die Gespräche geführt. Und festzustellen ist tatsächlich bei dem Ganzen, dass die Bauanträge eben länger gedauert haben und diejenigen tatsächlich auch dann es sein gelassen haben. Es sind Vielzahl von Firmen, die Sie ja selbst auch beobachtet haben, die wir besucht haben. Und Journalisten waren anwesend zu diesem Besuch. Und überwiegend haben die sich beklagt tatsächlich, dass die Bauanträge sehr lange dauern würden. Und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass man in diesem Fall da mehr tun muss und mal so eine Erfahrung, die ich jetzt persönlich erlebt habe. Und ansonsten sind die Gespräche sehr erfrischend, sehr ermutigend und es macht im Grunde genommen wirklich ziemlich Spaß. Kalisch, anders als Ihre Mitbewerber sind Sie ja bereits als Ratsmitglied in politischer Verantwortung. Was haben Sie denn im Wahlkampf konkret für die Bürger bereits umgesetzt? Haben Sie im Wahlkampf schon irgendwelche Dinge gemacht, Ja, angeschoben, die auch jetzt erledigt sind und jetzt funktionieren? und zwar die Vermüllung im Bereich Düster-Nord zum Beispiel. Da habe ich einen Antrag gestellt, dass da ein tatsächlich ein Citystreifer unterwegs ist, der dann auch für die Vermüllung quasi unterwegs ist und dann auch dafür Sorge tragt, der dann auch abgestellt werden soll. Das ist geschehen. Das ist einer der Anträgen, dann habe ich für die Sportvereine, Sie wissen es, im Wahlkampf hatte ich versprochen, auch die Entlastung für die Sportvereine und das ist dann auch realisiert worden. Jedes Mitglied, der im Sportverein ist, bekommt 16,02 € und das ist die Entlastung auch bei dieser schwierigen Situation in der Pandemie. Dafür habe ich mich stark gemacht und ist Haben Sie auch einen Antrag angeschlossen. gestellt und der wurde ihm auch stattgegeben? Genau, der wurde. Und dann habe ich natürlich auch sehr viel für Inklusion getan in dieser Zeit. Einen Spielplatz zum Beispiel mit einer Wippe, dass auch wir in diesem Bereich tatsächlich einiges versäumt haben. Und zwar geht es dann weiter mit dem Antrag des Basketball, der an der Kraftwiese ist, der wirklich nicht barrierenfrei war. Und dann Teilnahme an Programme, die Soforthilfeprogramme, die mit 1,5 Billionen, die wir ja vom Land kriegen könnten. Dafür haben wir einen Antrag gestellt und da ist eine Beteiligung von 10%. Auch das ist auf den Weg gebracht worden. Und im Grunde genommen noch viele diverse Dinge, zum Beispiel auch für die Wirtschaft, dass wir noch einen Nachtrag gestellt haben mit 1 Million, dass die Wirtschaft hier auch am Ende des Tages, ich sag mal, neue Arbeitsplätze schaffen kann. Das ist mir gelungen. Da gab es einen Bericht von der Verwaltung, dass über 300 Arbeitsplätze dadurch entstanden worden ist. Das wissen auch die Journalisten, die das auch sehr intensiv verfolgt haben. Wir haben ja eben die Sache mit dem Bau, mit den Bauanträgen angesprochen. Konnten Sie da diesbezüglich auch schon was machen? Haben Sie ja schon Ja. Möglichkeit? Ja, ich habe tatsächlich in diesem Bereich zwei Unternehmen helfen können, die seit längerem auf Bauanträge Können Sie gewartet die haben. benennen, Herr Kalmisch? Das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht tun. Und zwar, ich weiß nicht, ob das richtig wäre. Also diese Unternehmen haben ihre Baugenehmigung gekriegt. Der eine hat 400 Mitarbeiter, der andere hat 60 Mitarbeiter. Nur mal ein kleines Beispiel zu betrachten, sind zwei Unternehmen, die ich jetzt in Kürze geholfen habe. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir wirklich von Vielzahlen von Bauanträgen sprechen, die nicht umgesetzt worden sind. Und da reden wir nicht von 1, 2 Monaten, sondern über längeren Zeitraum. Und dementsprechend haben wir dadurch natürlich auch viele Arbeitsplätze verloren in dieser Stadt.
Wie erklären Sie sich das? Also Sie waren ja jetzt auch im Rat in der vergangenen Periode. Kriegt man das als Ratsmitglied gar nicht mit? Oder, weil es klingt jetzt so, als wäre das neu quasi. Ja, das ist eigentlich kein neues Thema. Und zwar, das ist natürlich ein Problem. Da geht es um die Digitalisierung. Ich sage immer wieder, unsere Bauverwaltung ist die Visitenkarte unserer Stadt am Ende des Tages. Und das funktioniert da nicht. Das hat unmittelbar nicht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Da fehlt es an Digitalisierung. Da fehlt es an Abarbeitung der Unterlagen. Und da muss tatsächlich, ich sag mal, nachgehakt werden und da viel verbessert werden, also aufgebessert werden, damit auch sehr zügige Baugenehmigungen erteilt werden. Ich rede tatsächlich nur von Unternehmen in erster Linie. Also Sie meinen damit, die privaten Bauanträge sind da noch gar nicht berücksichtigt, da sieht es auch nicht besser aus? So? Also ich weiß, dass es über 300 Bauanträge tatsächlich da noch liegen und die noch nicht abgearbeitet worden sind. Da sind Familien, die natürlich auf ihre Baugenehmigung warten. Und wir dürfen natürlich in dieser Zeit nicht vergessen, dass die Baustoffpreise auch sich um 30% erhöhen. Das bedeutet natürlich, dass sie dann auch mit ihrer Kalkulation, die sie ja auch am Ende des Tages ja auch haben, nicht mehr zurechtkommen. Und das ist ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss. Und darum sage ich, sollte ich gewählt werden als Oberbürgermeister, werde ich mich dafür einsetzen, dass zügig die Bauanträge auch tatsächlich umgesetzt werden. Und in erster Linie konzentriere ich mich aber auch dafür, dass die Unternehmen so schnell wie möglich ihre Bauunterlagen bekommen und Genehmigung zwingend ist. Okay. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Stichwort Wahlkampf auch nochmal. Es wird ja immer wieder vermutet, Ihr Wahlkampfbudget komme vom türkischen Präsidenten Erdogan. Was sagen Sie dazu? Also da lache ich tatsächlich drüber. Also das sind Fantasien ich kann mir nicht vorstellen, dass der Erdogan sich jetzt hier für Delmenhorst interessiert und dementsprechend mich hier bei diesem Wahlkampf unterstützt, weil das ist absolut absurd. Also wer daran glaubt und daran wirklich noch festhält, der muss mal wirklich mal in sich gehen und mal nachfragen, ob der noch ganz normal dicht in der Birne ist. Ich sag das. Wo kommen denn die Wahlkampfspenden tatsächlich her? Die tatsächliche Wahlkampfspenden kommen von den Delmenhorster Unternehmen. Ausschließlich Delmenhorster Unternehmen sind das. Und das sind Sachspenden. Interessanterweise ist es so, dass diese Sachspenden tatsächlich, die Unternehmen nehmen Kontakt auf mit unserem Kreisverband und sagen, dass wir Herrn Kalmes tatsächlich unterstützen wollen. Wir kennen ihn in seiner Arbeit. Er ist zuverlässig. Er ist zuverlässig und er setzt sich dafür ein. Und das sind tolle Ergebnisse meiner letzten Jahren Arbeiten. Das bestätigt am Ende des Tages ja auch meine Arbeit, die ich ja auch letztendlich verrichte. Und von daher sind das tolle, Rückmeldungen, die man bekommt. Und das sind von vielen, also das sind sehr viele Unternehmen in Delmenhorst. Dann muss man sich die Frage stellen, warum ich sehr stark unterstützt werde. Hat nichts damit zu tun, dass ich den einen oder den anderen irgendwelche Baugenehmigung oder irgendwelche Baustoffhändler, wie auch immer, das sind hat nichts damit zu tun. Das sind auch Kfz-Mechaniker, das sind wirklich ganz normale mittelständische Unternehmen, die uns bei diesem Wahlkampf tatsächlich unterstützen. Es ist tatsächlich auch viel, das muss man dazu sagen. Es gab es auch noch nicht in dieser Form, das muss man auch ehrlicherweise gestehen. Aber das bestätigt meine Arbeit am Ende des Tages und darüber bin ich froh und glücklich. Herr Kalmisch, Ihr Wahlkampfbudget soll so zwischen 40.000 und 60.000 Euro liegen. Kann man denn nachher, wenn Sie jetzt gewählt werden, mit Hilfe vielleicht auch Ihrer großen Spenden, Ihrer großen Präsenz, können Sie denn dann unabhängig eine Verwaltung führen, wenn man solche Summen aus der Wirtschaft akquiriert? Ist man dann da nicht viele Gefallen schuldig? Überhaupt nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Unternehmen unterstützen uns in dem Fall, weil sie sagen, wir wollen einen Macher, wir wollen einen nicht der nur verwaltet, sondern gestaltet. Dafür stehe ich. Das ist ein Slogan. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich nicht einer derjenigen bin, der viel redet, sondern tatsächlich auch macht und umsetzt. Und von daher hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also ich finde, die Kommunikation ist wichtig. Ja, ich bin ein Netzwerker, das wissen Sie. Und nicht nur in Delmenhorst, auch über
Delmenhorst. Also von daher ist das eine Bereicherung und ich finde, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, Sie haben es ja gerade selber angesprochen. Sie sind eher der Macher, denn der Verwalter. Aber nichtsdestotrotz sind Sie ja als Oberbürgermeister der Chef einer Verwaltung, wenn Sie Oberbürgermeister werden. Wie gleichen Sie denn dann diese mangelnde Verwaltungserfahrung aus? Ich habe gar keine Verwaltungserfahrung, mangelnde, ganz ehrlich gesagt. Warum? Ganz ehrlich, wir haben einen Verwaltungsvorstand. Und da geht es darum, dass man ein Team bildet, dass dieser Team arbeitsfähig ist. Und wir haben Fachbereichsleitung, wir haben alles an Möglichkeiten und Equipment, die wir eigentlich haben können und auch müssen. Von daher stelle ich mir diese Frage überhaupt nicht. Das ist gerade von vielen auch hervorgehoben. Mensch, der hat doch gar keine Verwaltungserfahrung. Also ich brauche keine künstliche Intelligenz von irgendwelchen juristischen, ich sag mal, Urkunden oder dergleichen, sondern ich weiß, was zu tun ist und das seit 1994 und ich gehe seit 1994 in dieses Rathaus rein und raus und ich weiß genau, wo die Problemlage liegen und sind und das Verwalterische. Ich sage es Ihnen ja auch und habe es auch gesagt, ich möchte gestalten, ich möchte unsere Stadt, meine Heimatstadt voranbringen. Und das Verwalterische wird natürlich in diesem Zuge auch mit einem Team tatsächlich auch umgesetzt. Also ich mache mir da nicht ansatzweise Gedanken drüber. Okay, also kommt dieser Aspekt dann eher von den Mitarbeitern der Verwaltung, dass sie dann Aufträge bekommen oder ja, das dann abzuarbeiten? Ja, es geht ja auch darum, dass der Rat ja am Ende des Tages Beschlüsse fest. Ja, Sie wissen ja, wir sind eine dreiköpfige Fraktion und Sie haben auch in den letzten Jahren ja mitbekommen, dass ich auch mit kleineren Fraktionen tolle Beschlüsse umgesetzt habe. Und dazu zählt ja auch der Oberbürgermeister, dass er diese Beschlüsse ja auch umsetzt und dementsprechend Leben füllt. Und das mache ich. Bislang, und das würde ich auch als Oberbürgermeister auch nachträglich umsetzen. Und wir haben den ersten Stadtrat, wir haben die Baustadträten, wir haben den Dezernenten, wir haben also im Grunde genommen wirklich einen funktionierenden Verwaltungsvorstand. Und das wäre sozusagen nicht das Problem, dass ich Probleme hätte mit der Verwaltung, also überhaupt nicht. Okay. Wie nehmen Sie das wahr? Ist die Stadt bereit, aus Ihrer Sicht für einen Oberbürgermeister mit türkischen Wurzeln? Meinen Sie, dass das schon, dass die Zeit schon reif ist dafür? Also die ist überfällig, aber ich habe mir auch nie tatsächlich darüber intensive Gedanken gemacht, weil ich bin ein Delmenhorster, das ist meine Heimatstadt und ich habe mich nie in einer Schublade, ich sag mal, mich versehen lassen, ob ich jetzt, ich sag mal, Migrationshintergrund habe, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich bin mitten in der Gesellschaft und bin angekommen und ich weiß sozusagen, ja, also das ist meine Heimatstadt und ich sehe da überhaupt kein Problem. Überhaupt nicht. Also Sie sind hier geboren? Genau, ich bin hier geboren in Delmenhorst und habe nicht ansatzweise daran gedacht, Mensch, könnte es sein, dass du vielleicht keine Unterstützung bekommst, weil du einen Migrationshintergrund bist. Überhaupt nicht. Da habe ich nicht ansatzweise daran gedacht. Es gibt ja auch Beispiele in Hannover und auch in verschiedenen anderen Kommunen. Und diese Migrationsgeschichte, die steht nicht zur Debatte, aus meiner Sicht. Überhaupt nicht. Herr Kalmisch, können Sie verstehen, dass es Leute gibt, denen ihre mediale Präsenz in der Stadt momentan zu viel wird? Das kann ich verstehen, aber damit bringe ich das auch zum Ausdruck, dass ich das ernst meine, dass ich unsere schöne Stadt voranbringen möchte und ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt auch zeigen, mit welchem Inhalt ich komme. Ich präsentiere ihnen Inhalt und das macht mich am Ende des Tages, das unterscheidet mich auch zu den anderen. Also es ist wichtig, dass man sich in seiner eigenen Heimatstadt auch sich auskennt. Vom außerhalb zu kommen und ich sag mal, damit wird man nicht viel erreichen können. Da muss man einige Jahre erstmal abwarten und meine Präsenz zeigt sozusagen tatsächlich den Inhalt und die Arbeit und das, was ich umsetzen will. Ich bin transparent, es mag sein, dass es zu viel ist. Habe ich das gerade richtig so rausgehört? Sie sagen, das unterscheidet Sie von anderen, also die anderen bieten nicht so viel Inhalt?
Nein, die haben, also ich sage es mal so, die sprechen von Digitalisierung, die sprechen von Schulsanierung, sie nennen aber nicht tatsächlich die Problemlage. Und wir haben hier Probleme in unserer Stadt und ich kenne die Probleme und darum liste ich sie auf und sage auch, in welcher Schule und wie die Digitalisierung auch in den Schulen zu funktionieren haben. Nur mal ein Beispiel zum Beispiel. Sie haben ein, wenn ich jetzt die Digitalisierung mal hervorheben darf, Sie haben einen Vertrag mit irgendeinem Anbieter über 500 Gigabyte und zu Hause bekommen Sie am Ende des Tages nur 16 an. Ja, kommt 16 an. Also müssen wir doch tatsächlich an die Breitbandnetze ran und nicht nur davon sprechen, Digitalisierung. Natürlich muss jedes Kind auch in der Schule ein Tablet haben. Ja, wir haben es ja gesehen, wie schwierig das ist. Aber am Ende des Tages muss man auch damit arbeiten können. Wenn man damit nicht arbeiten kann, dann bringt das nichts. Also das ist das, was ich meine. Also die Problemlage zu erkennen und sie auch umzusetzen. Und in den Schulen habe ich auch gesagt, es gibt eine Bewertung. Die Bewertung ist klar, auch öffentlich. Und da habe ich gesagt, ich will anfangen mit der Beethoven-Schule, Grundschule an Heide, Realschule an der Linienstraße. So will ich vorgehen. Und das ist der Inhalt, den ich biete. Und das machen die anderen Kandidaten leider nicht. Und das ist die nicht anderen reden ja so global und sie sagen, wir müssen so und so machen, sozusagen. Genau, das ist eigentlich konkrete Ansagen. Also die Bürgerinnen und Bürger sind in der Zwischenzeit ja auch wirklich, sie hören ja viel Versprechen. Von mir seit 2016, wenn ich das mal jetzt in dieser Periode wirklich da mal zurück betrachten darf, habe ich über 70% meiner Anträge, mein Wahlprogramm umgesetzt. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Ja, und das ist der tatsächlich auch der Zuspruch, den ich auch von Unternehmen oder auch von den Bürgern bekomme zurzeit. Und das ist für mich wichtig und das bestätigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Herr Kamisch, es scheint ja immer wieder ein Missverständnis zu geben um die Aufgaben, die ein OB, ein Oberbürgermeister hat. In Ihren Worten, mal aus Ihrem Verständnis, welche Aufgaben hat denn ein Oberbürgermeister in Delmenhorst aus Ihrer Sicht? Also es ist wichtig, dass ein Oberbürgermeister natürlich einen guten Dialog zunächst erstmal mit seinen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt hat. Das hat leider gefehlt. Seit der letzten Wahl gibt es die Bürgersprechstunde nicht mehr. Das ist etwas, was ich sofort einführen werde. Dann geht es darum, dass die Beschlüsse gefasst werden im Rat, die der Oberbürgermeister auch umzusetzen hat. Nicht nur umzusetzen hat, sondern auch der Kontrollfunktion ist eben halt wichtig. Ne? Und dann geht es auch darum, dass der Oberbürgermeister tatsächlich nicht nur in dem Rathaus zu sitzen hat, sondern auch mit den Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in guten Dialog ist, die Wertschätzung den Mitarbeitern und Mitarbeitern gibt. Wir haben super tolle Mitarbeiterinnen in unserer Stadtverwaltung, aber denen fehlt die Wertschätzung. Und das sind wichtige Punkte, aber auch der Kontakt, der Dialog zu der Wirtschaft ist genauso wichtig. Und der Oberbürgermeister ist nicht nur der Repräsentant dieser Stadt, sondern der ist auch tatsächlich einer derjenigen, der die Aufgaben auch umsetzt, mit Leben umsetzt. Und dafür, denke ich, ist in dieser Funktion als Oberbürgermeister auch das, was ich gerne auch machen würde. Ja, das wäre sozusagen wesentlich umrissen. Sie haben jetzt aber nicht gesagt, dass der Oberbürgermeister der höchste Leiter der Verwaltung ist. Das ist er, auf jeden Fall. Der auch über 1000 Beschäftigte, die er auch zu verantworten hat. Aber das ist selbstverständlich. Okay. Darum sagte ich auch die Wertschätzung. Ja, da geht es tatsächlich die Wertschätzung den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu geben. Wir müssen die Beschlüsse, die auch vom Rat beschlossen werden, die müssen ja auch umgesetzt werden mit der Verwaltung zusammen. Und da ist der Oberbürgermeister sozusagen auch tatsächlich wichtig, an dieser Aufgabe auch zu schauen, ist das umgesetzt worden oder ist es nicht umgesetzt worden? Und da geht es um die Kontrollfunktion und die Umsetzungsprozesse, die der Oberbürgermeister auch zu bewältigen hat. An die Frage von Herrn Borgmeier schließt sich noch eine Anschlussfrage an, nämlich, was qualifiziert Sie dafür? Ich kann es wie folgt zum Ausdruck bringen. Ich brauche keine künstliche Intelligenz, das sagte ich ja bereits vorhin, um einen Doktortitel zu haben oder um einen also ein Jurist zu sein, nichts gegen die Juristen, aber ich kenne die Problemlage seit 26 Jahren in diesem Rathaus und mich qualifiziert tatsächlich diese Umsetzung, diese Problemlage, die ich selbst für mich erkenne
Und die erkenne ich nicht nur selbst, sogar der Bürger auch in meinen Besuchen gerade oder in den Dialogen mit den Bürgern, die ich auch tue, merke ich auch immer wieder tatsächlich, dass die Problemlage so nicht im Verwaltung sogar bekannt ist, sogar auch bei den Bürgern. Das qualifiziert mich letztendlich, die Problemlage zu kennen und sie auch umzusetzen. Dafür stehe ich. Und ich sehe es auch gar kein Problem. Es ist kein Hexenwerk. Also machen und nicht nur wirklich verwalten und diskutieren. Wir sollten einfach die Dinge auch mal tatsächlich umsetzen und nicht irgendwie weitere Arbeitskreise oder Gutachten und so weiter und so fort. Damit kommen wir nicht voran. Wo machen, Herr Kalmus? Stellen Sie sich vor, Sie werden gewählt. Was machen Sie ganz konkret in den ersten 100 Tagen? Welche Maßnahmen setzen Sie um? Wann machen Sie was in den ersten 100 Tagen? Also ich werde ab 1. November würde ja dieses Amt sozusagen beginnen. Ich würde die Bürgersprechstunde sofort einführen wollen. Dann würde ich die Unternehmen, die auf ihre Baugenehmigung warten, sofort umsetzen, damit wir hier Arbeitsplätze bekommen. Bekommen wir Arbeitsplätze, bekommen wir Steuereinnahmen, haben wir die Kaufkraft. Also das sind die ersten Punkte. Das Hertie-Gelände möchte ich gerne dieses Jahr abschließen. Das wäre ja November, also dieses Jahr. Das würde ich gerne abschließen, sodass wir dann auch damit wirklich anfangen. Das Wie ist schon würden Sie das abschließen? Was würden Sie da machen wollen? Und zwar tatsächlich auch die Pläne, die mir ja bereit liegt, also die mir ja auch schon bereits vorliegen, die würde ich auch in einem Beschluss tatsächlich umsetzen wollen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, auch in der Presse, dass ich gerne da ein Wohnbebauungs-, also Wohnmöglichkeit schaffen möchte mit einem Innenhof, mit einem Boutique-Geschäften und mit einem schönen Restaurant und die Blickrichtung in die Kirche. Das würde ich gerne sofort in diesen 100 Tagen umsetzen. Aber auch die Beethoven-Grundschule, hatte ich ja gesagt, die Sanierung und auch die Anneide-Grundschule. Also das sind ganz klassische, wichtige Themen, die jetzt in den ersten 100 Tagen tatsächlich auch umgesetzt werden sollten. Und das Allerwichtigste ist auch wieder, die Mitarbeiter und Mitarbeiter wieder mitzunehmen, ja, die Wertschätzung zu geben und mit denen in Dialog zu treten, weil wir müssen uns als Dienstleister verstehen. Und da ist es wichtig, auch den Bürgerinnen und Bürgern dementsprechend auch dementsprechend nachzukommen und alles abarbeiten zu sollen. Ist denn so eine schnelle Umsetzung schon realistisch? Also, dass Sie sagen, Hertie in 100 Tagen, das machen wir, oder die Beethoven-Schule, ja. Ja, aber das sind ja, die Problemlage sind doch uns allen bekannt und ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Die müssen nur noch wirklich umgesetzt werden. Also Sie können mich ja beim Wort nehmen, Sie können ja sagen, Mensch, Sie haben uns das damals im Interview zugesagt, Sie haben es noch nicht eingehalten oder ich weiß ja, Sie wissen es ja auch, dass wir es jetzt in diese Zeit gebracht haben, ist es ja auch mir zu verdanken, dass wir da eine Beschleunigung reingebracht haben. Und jetzt möchte ich ganz gerne auch dieses mit Leben erfüllen. Da gibt es Pläne, gibt es konkrete Ansätze zu und die müssen jetzt wirklich beschlossen werden. Also und die politischen Mehrheiten werden sozusagen auch in dem Zuge auch gesucht und auch mit gemeinsam gestaltet. Und das muss jetzt echt abgeschlossen werden, weil die Innenstadt, da muss was passieren, Leute. Da muss wirklich was passieren, sonst kommen wir hier nicht mehr voran. Okay. Mal abschließend gefragt, Herr Kalmisch, warum sollten die Delmenhorster Sie wählen? Ich hatte es bereits gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich kenne mich in dieser Stadt aus, das ist meine Heimatstadt. Und ich kenne die Problemlage in unserer Stadt. Und warum sollten Sie mich nicht wählen? Ich bin einer aus der Mitte. Ich komme aus der Gesellschaft und ich kenne die Problemlage nochmals zu betonen. Und von daher bin ich, glaube ich, der Richtige. Und ich will umsetzen und nicht mehr tatsächlich verwalten, sondern ich will gestalten und machen. Mhm. Mir reicht es. Ihnen auch, Herr Peschkes? So, ich denke mal, alles beantwortet. Okay, vielen Dank, Herr Kalmisch. Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, wir überhaupt, ich sag mal, in diesen Situationen auch durch die Pandemie geschuldet, weil man ist ja ein bisschen auch zurückhaltend. Von daher ist das ein wichtiger Kanal und ja, da freue ich mich. Ich spreche mit allen, warum nicht auch mit Ihnen? Ja, genau. Alles klar, bis bald. Bis.